Was ist das? Hier scheint etwas zu haken. Huch. Jetzt sind wir hier runtergefallen, aber ganz schön weit runtergefallen. Autsch. Oh, da liegt Spot. Wo bin ich? Himmel, die ganze Welt ist zerbrochen. Und das Fläschchen mit dem Wasser. Spot, oh Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Wenigstens bist du nicht ins Nichts gestürzt. Ich werde dich irgendwie wieder gesund machen. Und dann bleiben wir für immer zusammen, ja? Spot wird wieder ein Trümmer, überall Trümmer. Nichts, komm, wir gehen ins Nichts. Springen ist keine Option. Nicht? Hörst du, Sedgwick? Lass es bleiben. Schade. Ah, jetzt kommen wir hier raus. Sehr gut. Dich lasse ich mal schön in Ruhe. Ich mag dich nicht, Bobby. Ich gehe jetzt nämlich auch weg von dir. Bläh. Aber jetzt ist der Käfig wieder oben. Wie ist der Käfig jetzt denn wieder hochgekommen? Das ist eine komische Sache. Egal. Wir gehen erstmal raus. Komm rauf. Nicht sprechen, nicht. Hey! Nein. Das war es. Ich habe Ruhe. Ich will aufmachen. Verschlossen. War ja klar. Echt? War das so klar? Was haben wir jetzt denn noch? Kuhfuß. Damit bekomme ich die Tür garantiert nicht auf. Wir könnten Bobby. Ich komme auch ohne seine Hilfe klar. Aber wir wollen das nicht, okay. Dann müssen wir doch mit ihm reden. Hey! Hallo! Was ist jetzt noch? Ich will mit Luko sprechen. Ich will mit Luko sprechen. Luko ist jetzt der König. Er ist mit Herrschen beschäftigt. Dann muss er mir eben eine Audienz gewähren. Muss er das? Ich vermute, dass er das anders sieht. Das würde ich gerne von ihm selbst hören. Du bist ein mutiger kleiner Knirps. Was willst du überhaupt von ihm? Los, ich will ihm ein Angebot unterbreiten. Ich habe ihm ein Angebot zu unterbreiten. Ein Angebot? Warum sollte ihn das interessieren? Vielleicht, weil er ein raffgieriger Despot ist? Ja! Da kann ich nicht widersprechen. Warte einen Augenblick. Ich muss erst die Tür entriegeln. Du hast also ein Angebot? Mhm, immer. Ich bin sehr gespannt, kleiner Mann. Sprech los. Ich werde klauen. Ich will meine Dienste als Clown anbieten. Sehe ich so aus, als ob ich gerne lache? Nicht wirklich, aber ich gebe zu bedenken, dass die Ewigkeit lang werden könnte. Ganz ohne Unterhaltung. Da hast du nicht ganz unrecht. Du kannst es ja mal versuchen. Okay, komm, ich will das Alphabet rülpsen, oder was können wir noch machen? Ich kann das Alphabet rülpsen. Das klingt erst einmal noch nicht sehr beeindruckend. Aber versuch euch dein Glück. Was könnten wir denn machen? Wir könnten seinen Namen rülpsen. Wie ist der Kerl Luko? Wird der Luko oder Lukao gesprochen? Ich mache jetzt mal Französisch Luko, also Lukaux. Und jetzt fehlt mir noch das X, das ist ganz unten. X. Moment mal. Hey, das war ja mein Name. Ja. Ich bin wirklich gerührt. Sedgwick, ab sofort bist du einer von uns. Du bist auf alle Ewigkeit mein persönlicher Clown. Yes. Hurra. Oh je, was habe ich nur getan? Ich bin ein Hofner, juhu. Ich mache mich auf den Weg in den Hof. Hallo, was hast du da? Hallo Flugmonster, was bist du? Brrr, was für ein grässliches Tier. Ich hoffe, ich muss nicht darauf reiten. Doch musst du. Satteltasche. Nimm, was ist da drin? Nimm alles mit.
Da warten. Die können. Was treibst du da? Bleib von den Flugtieren fern. Ist ja schon gut. Ich geh ja schon. Geh weg. Oh, nee. Was haben wir denn jetzt? Bomben. Bomben waren drin. Okay. Gut. Obwohl, ich glaube, ich unterhalte mich mal. Komm her. Voll die dramatische Musik. Wir sind jetzt Musik. Auf derselben Seite. Mhm. Was machen wir jetzt? Wir warten, bis der Boss den alten König getötet hat. Dann ist unser Triumph endlich perfekt. Ja, das klingt super. Okay. Du würdest auch einen guten König abgeben. Du versuchst Zwietracht zu sehen. Niemals. Ha! Wer hätte das gedacht? Am Ende hast du doch das Zeug zum Askil. Ich mach niemals Zwietracht. Also was behauptest du für Sachen? Ich würde zu gern gucken, was oben los ist. Du wirst warten müssen. Erst wenn Luko den alten König getötet hat, dürfen wir hoch. Ha, Regeln. Ein echter Askil braucht keine blöden Regeln. Richtig? Stimmt doch, oder? Oder? Man merkt, dass du noch nicht lange Askil bist. Mhm. Was hat es mit diesen Schläuchen auf sich? Auf Luko lastet ein ganz besonderer Fluch. Das Verstreichen von Zeit fügt ihm Schmerzen zu. Er hat furchtbare Wunden. Aber hier kann er sich stärken. Ja, die Flüssigkeit aus dem Brunnen ist angehaltene Zeit. Sie heilt ihn. Das heißt, wenn wir das Ganze wieder... Bis später. Wenn wir das Ganze wieder zum Laufen bringen, dann würden wir ihn sozusagen verletzen. Das ist gut zu wissen. Ich dachte, ich schau mal nach, ob oben noch alles schön still steht. Abgelehnt. Ich lasse niemanden in die Nähe des alten Königs. Ich will mich selbst um ihn kümmern. Stopp! Lass mich doch... Ach, komm, du blöde Sau. Halt. Den Schlauch. Bombe? Ohne Lunte und Feuer nützen die mir gar nichts. Das stimmt. Dann Kufus. Hey, Luko! Was ist? Du willst den Lauf der Dinge stoppen? Dann stopp erst mal... Das! Halt! Was tust du? Nein! Oh, oh, schnell weg hier. Jetzt habe ich ihn voll eingesaut. Du Törichter! Komm sofort zurück! Nein, ich gehe jetzt ganz schnell nach oben. Hallo? Cedric, du hast dich befreien können. Na, aber sicher. Ach, du meinst, ich habe mal was richtig gemacht? Kann doch nicht sein. Lass es gut sein und hilf mir bitte. Die Askil waren nicht gerade zimperlich mit mir. Die Fesseln schneiden mir in die Haut und mich juckt es schon seit Ewigkeiten am allerwertesten. Hm. Na gut. Es sieht nicht so aus, als würde er mich... Gib es auf, der Knoten ist... Ja. Dann brauchen wir den Kuhfuß. Ich sollte ihn vielleicht erst einmal losschneiden. Das finde ich aber auch. Dann brauche ich was dafür zum Schneiden. Wir können den Trichter nehmen. Mit dem Trichter kann ich den ja wohl schlecht rausschneiden, oder? Ich sollte ihn vielleicht erst einmal losschneiden. Das finde ich aber auch. Wie soll ich den denn bitte losschneiden? Haben wir hier irgendwas? Wir könnten theoretisch in so ein Glas versuchen, irgendwie rauszubrechen. Geht das? Ich bin zu schwach, um es wieder in Position zu bringen. Dann nimm mal hier den Kuhfuß. Hey, was tust du denn da? Das ist ein hochsensibles Instrument. Wahr. Das war ganz schön herzlos. Ja, aber es ist okay. Dafür haben wir jetzt eine Scheibe und können dich erstmal losschneiden. Das möchtest du doch, oder nicht?
Warte, ich schneide dich los. Sei aber bitte vorsichtig. Au! Was? Was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Nichts. Nur ein Krampf. Boah, Langeweile hier. So, wir nehmen das Seil. Und jetzt wollen wir... Ich möchte gerne, dass das wieder... Der Ölschacht, den kann man noch machen. Stopp. Ich will alles in die Luft jagen. Da ist doch noch bestimmt Öl drin, oder? Gute Idee. Das Öl aus dem Tank dürfte ein adäquater Ersatz für Opas Petroleumsuppe sein. Passt. Jetzt haben wir ein Kokon mit Hörrohr. Was wollen wir überhaupt machen? Ich rede mal mit ihm. Ach, Sedgwick, hast du immer noch nicht aufgegeben? Nein. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Die Lage war noch nie so aussichtslos. Was schlägst du vor? Wir bringen die Zeit wieder zum Laufen. Auch wenn das heißt, dass die Welt untergeht. Ein mutiger Entschluss. Damit übernimmst du eine große Verantwortung. Ist es die richtige Entscheidung? Das kann ich dir nicht sagen, Sedgwick. Aber wenn es das ist, was du willst, dann hast du meine volle Unterstützung. Ich wünschte nur, ich könnte dir irgendwie helfen. Na gut. Hast du eine Idee? Hast du eine Idee, wie ich die Zeit wieder zum Laufen bringen kann? Ich sehe keine Möglichkeit. Solange diese steinerne Gestalt den Mechanismus blockiert. Oh, okay, gut, dann weiß ich, was ich machen muss. Okay. Mir fällt schon noch was ein. Und zwar, wir haben Bomben. Die legen wir da rein. Ich mach da jetzt eine Kanone draus. Die Idee ist gut. Das sind tatsächlich ideale Voraussetzungen für meinen Kanonenrohrtrick. Nur leider fehlt mal wieder die Lunte. Ich hab doch hier eine Lunte. Ja, das ist als Lunte genau das Richtige. Nicht wahr? Okay. Oha, es sieht tatsächlich so aus, als hätte ich alle Komponenten für meinen Kanonenrohrtrick zusammen. So, und nun? Anzünden. Was ist eigentlich das denn? Ach so, das können wir dann sozusagen wegschießen. Benutzen. Meine Kanone ist bereits ausgerichtet. Nicht nötig. Die Kanone ist abschussbereit. Fehlt nur noch Feuer. Aber woher bloß? Mit Spot war alles viel einfacher. Das stimmt allerdings. Kann ich hier irgendwie... Zurück will ich nicht. Zurück darf ich nicht. Zurück kann ich nicht. Wir haben kein Feuer, oder? Kann man hier irgendwie mit Licht reflektieren? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Tiefer wird der Wald wohl nicht mehr. Und das hier scheint mir der letzte Lichtstrahl zu sein, den es in dieser dunklen Welt noch gibt. Ich hoffe sehr, dass das klappt. Ja, bitte, das Sedgwick? Was tust du denn da? Geh lieber in Deckung, alter Mann. Die Tür ist offen. Ich bin wieder frei. Endlich kann ich unser gemeinsames Werk vollenden. Der König wird das zu verhindern wissen. Du hast es immer noch nicht verstanden, oder? Was? Was meinst du? Lass dich nicht von ihm verwirren. Schnell, Sedgwick, bring das Wasser des Lebens zum König. Aber... Sedgwick, was hast du getan? Loco? So beeil dich doch, Sedgwick. Lauf so schnell du kannst. Ja. Ich versuche, Loco aufzuhalten. Okay, ich gehe. Oh Gott, ich muss gehen. Lauf. Halt, Sedgwick. Keine Chance, von hier aus komme ich da nicht ran. Sedgwick. Keine Chance, von hier aus... Ich würde gern ihm so Wasser des Lebens geben. Keine Chance, von hier aus... Schade. Egal, wir gehen mal rüber zum König. Oh nein. Oh,
Oh nein. Du bist ein Narr, Sedgwick. Aber ich war der größere Narr, dass ich dir vertraut habe. Jetzt wird die Welt untergehen. Und es ist einzig deine Schuld. Nein. Ist es wirklich das, was du wolltest? Nein. Himmel, Luku, bist du das? Was ist mit dir geschehen? Als du die Rohre durchtrennt hast und sich der konzentrierte Stillstand über mich ergoss, wurde ich verwandelt. Ich wurde selbst zum Stillstand. Mein Martyrium hat ein Ende. Die gefrorene Zeit hat meine Wunden geheilt. Du kannst mich jetzt nicht mehr besiegen. Aber du kannst mir helfen, die Welt ein letztes Mal anzuhalten. Ich biete dir ewiges Leben anstelle von totaler Zerstörung. Wie kannst du einem solchen Angebot widerstehen? Ich will den König wecken. Ich werde den König wecken. Und wie willst du das anstellen? Willst du auf die andere Seite fliegen? Komm mit mir. Wenn du mir hilfst, das Gefüge von Raum und Zeit wieder anzuhalten, mache ich dich zum König. Lieber Weltuntergang. Lieber der Weltuntergang als ewiger Stillstand. Ich kenne dich, Sedgwick. So bist du nicht. Du willst nicht, dass sich die Dinge ändern. Veränderung bringt immer Verfall und Zerstörung mit sich. Das macht dir Angst. Ich biete dir eine Welt ohne Zeit, ohne Verfall, ohne Angst. Ich werde dich aufhalten. Das ist zwecklos, Sedgwick. Wehre dich nicht dagegen. Ich kann nur noch das Wasser benutzen. Ich muss hoffen, dass mir Spot hilft. Mach. Ui, eigentlich brauche ich das, um den König zu heilen. Andererseits gehen mir auch langsam die Ideen aus. Ach, was soll's. Schlimmer kann es ja wohl kaum noch kommen. Ja! Bam! Spot ist ein Schmetterling geworden. Ich muss auch gleich weinen. Wie süß. Oh, das war jetzt voll goldig. Hallo? Eure Majestät? Was ist denn jetzt? Hier ist ja gar keiner. Mhm. Aber der König und überhaupt, was ist das für ein seltsamer Raum? Cool. Das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein. Hallo? Was können wir hier denn machen? Fischglas, Uhr, Vogelkäfig, Bücher, ein Schachspiel. Ich möchte nicht schon wieder Schach spielen. Lass uns mal den Spiegel betrachten. Was für ein beeindruckender Spiegel. Hm. Und was für eine beeindruckend dicke Staubschicht. Ich kann kaum etwas erkennen. Dann wisch doch mal hier rüber. Mit bloßer Hand zu wischen wäre Irrsinn. Ich bräuchte einen feuchten Lappen. Wo sind Opas Taschentücher, wenn man sie mal braucht? Du brauchst Opas Hose, hä? Huh? Okay, hier, hab ich jetzt irgendwie außen überhaupt was vergessen? Ach ja, natürlich, da liegt Opas Hose. Opas, was denn Opas Hose! Irgendwie habe ich gehofft, dass die nochmal wieder auftaucht. Und einen feuchten Lappen, wenn du haben willst, dann machen wir es doch ganz einfach. Wir nehmen das Ding hier ins Fischglas. Hier kann jemand anderes Staub wischen. Nicht? Ja gut, dann nimm die Hose dafür. Damit sollte ich den Staub abbekommen. Und los geht's. Hallo. Wer bist du? Wo bin ich hier? Fragte Sedgwick, als er sich verwundert umsah. Der ganze Raum schien nur aus zwei riesigen Spiegeln zu bestehen, die sich gegenüberstanden. Dies hier ist die Welt zwischen den Spiegeln, antwortete der Junge aus dem Spiegel. Er machte eine seltsame Pause, bevor er fortfuhr. Und ich bin dein Spiegelbild. Sedgwick war sehr erstaunt, wie du dir denken kannst. Mein was? Mein Spiegelbild? Aber warum trägst du dann diese merkwürdige Kleidung? Der Spiegeljunge ließ diese Beleidigung nicht auf sich sitzen.
Das musst du gerade sagen, konterte er. Und in diesem Moment erkannte Cedric, dass sie sich tatsächlich sehr ähnelten. Der Junge fuhr fort. Ich komme aus einer anderen Welt. Man nennt sie Wirklichkeit. Für einen kurzen Moment war Cedric tatsächlich sprachlos. Komm mit, ich muss dir etwas zeigen. Und mit diesen Worten geleitete der Junge aus der Wirklichkeit Cedric zu dem zweiten Spiegel. Cedric sah durch den Spiegel in die Wirklichkeit und erblickte denselben kleinen Jungen in einem Krankenbett. Er schien sehr fest zu schlafen, genau wie du. Cedric sah sich den Jungen im Bett genau an. Und schließlich wusste er, dass der Spiegeljunge recht gehabt hatte. Schließlich gelang es Cedric, seinen Blick vom Spiegel abzuwenden. Als er sich wieder dem Spiegeljungen zuwandte, warf dieser ihm einen aufmunternden Blick zu. Wir haben lange genug geschlafen, sagte er. Es ist an der Zeit, aufzuwachen. Und das soll wirklich sein? Und das soll wirklich ich sein? Fragte Cedric ungläubig. Ja, antwortete dieser knapp. Sieh genau hin, du weißt, dass es stimmt. Aber Cedric musste nicht einmal mehr hinsehen. Eine so schöne Geschichte. Was fehlt mir denn? Was fehlt mir denn? Die Sorge in Cedrics Frage war kaum zu überhören. Wir liegen in einem sehr tiefen Schlaf, schon sehr lange, erklärte der Spiegeljunge. Sie nennen es Koma. Niemand weiß, ob wir jemals wieder aufwachen, fügte er leise hinzu. Ich dachte, ich treffe hier den König. Cedrics Stimme vibrierte. Er konnte sich einfach nicht von seiner alten Welt lösen. Diese Welt existiert nur in deinem Kopf, Cedric. Du bist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Mhm. Warum ausgerechnet ich? Wollte er wissen. Kann das nicht jemand anderes machen? Der Spiegeljunge setzte eine strenge Miene auf. Mein ganzes Leben war nur eine Geschichte in einem Buch? Cedric wollte es einfach nicht glauben. Der Spiegeljunge hingegen blieb geduldig. Vater liest uns aus einem Buch vor. Er hofft, dass wir ihn hören. Er hofft, dass wir auf diese Weise bei Bewusstsein bleiben. Offenbar war es nicht ganz unnütz. Dann war die blaue Gestalt ja unser Vater. Genau, ergänzte der Junge im Nachthemd. Er wollte uns zu Bewusstsein rufen. Und jetzt ist der Augenblick gekommen. Beide Cedrics strafften sich unmerklich. Trete durch den Spiegel. Du musst diese Welt zerstören, um in die Realität überzuwechseln. Was soll ich zerstören? Den linken oder den rechten? Aber was wird aus Spot, aus Opa, Ben oder Bobby? Würde er sie denn jemals wiedersehen? Cedric kannte die Antwort bereits. Sie haben nie wirklich existiert. Für mich schon, protestierte Cedric. Das da hinten, das war meine Welt. All meine Erinnerungen, all meine Freunde. An das da vorne kann ich mich nicht einmal erinnern. Ich weiß, beschwichtigte ihn der Spiegeljunge. Aber genau das macht das Leben aus. Es besteht einzig aus Veränderungen. Das kommt alles so plötzlich, musste Cedric zugeben. Der Spiegeljunge seufzte tonlos. Du kannst auch hier bleiben. Die Welt wird nicht zerstört, wenn du den Spiegel nicht durchbrichst. Luko hat recht. In der Welt, die hinter dir liegt, könntest du ein König sein. Und alles würde so bleiben, wie du es in Erinnerung hast. Die Entscheidung liegt bei dir. Cedric sagte es nicht laut, aber er war vollkommen ratlos. Kann ich jetzt... Oh fuck, ich kann entscheiden. Moment. Ich muss speichern, ich muss probieren. So, speichern. Wunderbar. Okay. Wir können mit dem Kuhfuß jetzt, also kann ich hier... Der Spiegel sah sehr massiv aus. Mit bloßen Händen kann ich den Spiegel nicht durchbrechen, dachte Cedric. Gibt es jetzt einen Unterschied, wenn ich links oder rechts zerstöre, oder ist das gleich? Ich probiere jetzt mal links zu zerstören. Cedric hatte sich entschieden. Er wollte zurück in seine alte Welt. Was ging ihm das Schicksal des kleinen Jungen an? Dann aber begann er wieder zu zögern. Was, wenn der Junge recht hatte? Oh, okay, ich kann mich doch nicht entscheiden. Wenn es sich bei dieser anderen Welt um die Realität handelte? Wenn der kranke Junge im Bett sein wahres Ich war? Ich kann nur den rechten zerstören. Na gut. Mit aller Kraft, die er aufbringen konnte, durchbrach Cedric den Spiegel. Und in dem Moment schlug der wahre Cedric seine Augen auf und war wach. Mein Junge! Ende. Sehr schön.
Ach ja. Finde ich gut. Das war die geflüsterte Welt, meine Freunde. Ich habe gerade total Gänsehaut überall am Körper. Das ist echt schön. Oh, diese Zeichnungen im Spiel, die Musik im Spiel, die Charaktere, das ist alles so schön gemacht. Und es ist traurig, vor allem, aber finde ich diese Verbindung mit dem Thema Koma und diese Idee, die dahinter steht, die ist einfach wunderschön gemacht, finde ich. Es ist schwer, dieses Spiel, teilweise richtig schwer. Man muss das Dümmste probieren, dass es funktioniert. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat das Spiel sehr gut gefallen und ich habe endlich mal wieder was abgeschlossen. Das gefällt mir erst recht. Und ja, was kann ich noch dazu sagen? Vielen Dank für die Leute, die es bis zum Ende angeschaut haben. Ein großes Dankeschön an die liebe Sira, die mir tatkräftig immer gesagt hat, hey, nimm auf, ich will weiterschauen und gesagt hat, ja, hier, wenn du Tipps willst oder so, kannst du dich an mich wenden. Fand ich auch sehr lieb von ihr. Ansonsten würde ich sagen, war's das für dieses Projekt. Ich werde mich jetzt an das nächste wenden und wir hören uns dann oder sehen uns dann, wenn ich wieder was Neues mache. Hier. Sehr schön. Ich lasse die Credits jetzt einfach laufen und genieße das Ganze mit Musik und ja. Genau. Also wenn ihr irgendwie auch Vorschläge habt, was ich jetzt nächstes machen soll oder so, also ich habe schon Ideen, was ich machen möchte, könnt ihr mir das Ganze gerne in die Kommentare schreiben. Tutentum. Auch Soundtrack, das ist das Beste. Das Spiel besteht aus 13 Liedern. Fand ich ganz gut. Rest in Peace. Oh, also ich kann es mir so vorstellen, dass der einen Autounfall hatte. Ich habe jetzt auch bei den Bildern leider nicht aufgepasst. War vielleicht ein Autounfall und dann Mutter gestorben, Vater ist noch da, Junge im Koma. Irgendwie so eine Geschichte auf jeden Fall. Ja, auch einen großen Respekt an die Leute, wo das Ganze synchronisiert haben. Sehr gute Leistung für euch noch. Vor allem auch Sedgwick, es kommt gut rüber. Richtig gut. Da, das ist die Familie. Den Opa gibt es anscheinend wirklich, den Ben gibt es anscheinend auch wirklich. Vater und Sohnemann und Hund. Hund ist dann wahrscheinlich Bruno. Oder das ist Ding, Spot. Weiß ich nicht. Es gibt sogar eine Qualitätssicherung. Cool. Wo ist eigentlich meine Hose?
Ich weiß nicht, wo deine Hose ist. Sie ist weg. Genau, das ist mir gerade auch noch eingefallen. Wir können uns jetzt die ganzen Artworks noch anschauen. Oh, die sind cool gewesen. Die waren so süß. Das, so hat er mal aus, also so sollte er mal aussehen anfangs. Das fand ich auch ganz interessant. So, haben wir hier ein paar. Sadie. Wow, so hätte der mal lachen müssen. Das ist schon ein bisschen zu viel Emotion für den. Oh, okay. Da haben wir den Kalida. Die ganzen Charaktere. Shana, Bobby, Luko, Gorni. Gott, wer warst du denn nochmal? Euch zwei weiß ich gar nicht mehr. Das da war dieser eine da, der bei der Mine da, genau. Der da hat sein Geschäft aufgemacht, die Steine, die waren auch lustig. Okay. Das ist immer ganz schön, solche Konzeptzeichnungen. Hier sieht man mal, wie das Ganze erstmal so richtig entsteht. Wahnsinn. Okay, das ist ein geiles Bild. Einfach mal die Gesichter vertauschen. Bobby, der Feigling, noch mehr Konzeptzeichnungen. Sadwick. Was haben wir denn hier? Ach so, das ist die Cutscene. Mhm, das ist interessant. Das ist ein schwarzer Bildschirm. Moonlight. Ah, da wird auch nochmal gezeigt, wie das Ganze sozusagen gemalt wird in Speed-Zeit. Ja, es ist schon Wahnsinn, was die künstlerisch drauf haben. Also wenn man bedenkt, dass wirklich alles mit der Hand gemalt ist, ey. Ich habe auch selber zwar ein Brett da, also ein Brett sage ich schon, ein Tablet. Aber ich kann nicht malen damit, das ist Wahnsinn. Also echt Respekt an Leute, die wo damit malen können. Wow. Gut, das ist natürlich auch Übungssache, aber man muss eine künstlerische Begabung auf jeden Fall haben. Und Geduld, dass man nicht sagt, es schaut gleich scheiße aus, ich höre auf. Da sind nur Striche, was sie malen, ist doch echt unfassbar. Und bam, schaut's gut aus, okay. Natürlich. Kann ich auch. So kleine Nuancen noch mit reinmalen. Nicht schlecht. Das hatte natürlich auch, das ist in Echtzeit natürlich auch, was da gezeigt wird, ne? Also der kann so schnell malen, die Person, also. Und das ist ja nur der Hintergrund, ne? Kommen jetzt dann noch die Bäume vorne und dann das Haus. Sehr sweet. Aber na gut, wir wissen ja, wie das Bild am Ende dann sozusagen ausschaut. Das müssen wir uns nicht bis zum Ende geben, denke ich mal. Und ich gehe zum Hauptmenü zurück. Das habt ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Das sieht nämlich so aus. Und damit sage ich auch auf Wiedersehen, bis zum nächsten Projekt und tschüssi.